ja, wir machen dann einzelne Videos von ein paar Fahrzeugen. Nicht zu viele, das versprechen wir euch, ne? Ja, das sonst seid ihr wieder gelangweilt und das wollen wir natürlich nicht. Nein, ein paar Fahrzeuge, wo die uns wirklich so ins Auge fallen, wo wir sagen, das müssen wir euch zeigen. Ja. Das ist was Spannendes, das nehmen wir auf. Und ich stehe hier auch gerade vor dem Fahrzeug. Oh, das müssen wir Vorbeigehen. Fast zeigen, ne? Das müssen wir euch einfach zeigen, weil er ist ja winzig. Schau das mal an. Bella Friendly 1, nee, Trendy 1G. 105 PS, ja. Was ist das, ein Fiat Doblo, oder? Ein Doblo, jawohl. Ja, gut. Der Schiebedaten, Kompressorkühlschrank. Erstmal von außen, also der ist wirklich winzig, aber hat was. Für so. Stimmt was, ne? Ja. Und manch einem reicht das ja, also wenn man alleine zum Beispiel unterwegs ist, obwohl ich denke, der würde auch zu zweit gehen, ne? Ja, zu zweit müsste er auch gehen. Kommt drauf an, was du für Ansprüche hast, ja, ne? Zeig ich mal das Preisaushängeschild. Der ist billig, ne? Ja. 41.980 kostet der. 1,6 Liter Diesel mit 105 PS. Guck mal, da ist die ganze Ausstattung drin. Ah, und der ist Komplettpreis jetzt, Messepreis 39.990 mit Fahrerhausklima, Wohnraumbatterie, Zentralverriegelung. Du kannst als Alltagsfahrzeug fast nehmen, ne? Eine Alkofenheizung hat er. Easy Alkofenheizung. Aufbautür mit zwei Schlössern. Wir müssen jetzt nur warten, dass wir hier mal reinkommen, weil dann möchte ich euch unbedingt zeigen. Das stellen wir uns jetzt einfach mal an. Wie die Engländer machen es. So, gut, wir gehen mal rein. Fällt hier gleich auf, dass hier keine Eintrittsstufe ist. Aber müsst ihr euch einen Hocker oder irgend sowas? Oder vielleicht gibt es das als extra zu kaufen. Und jetzt gehen wir mal rein in die Stube. Und ihr habt gesehen, wie das von außen wirkt. Also es ist wirklich eigentlich ein ganz, ganz kleines Fahrzeug, aber hier drin, es ist ein sehr starker Plastikgeruch hier drin. Kunststoff, ja. Ja, also. Kunststoff, ist alles frisch verklebt wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Schaut mal hier. Haben Sie sich geschickt, dass Sie zum Essen wirklich schaffen? Ja. Also vom Stauraum und vom Sitzen her finde ich eigentlich sehr gemütlich. Guck mal das an. Ja. Ich finde das schön. Warte mal kurz. Hier auch noch Stauraum. Eine schöne kleine Sitzecke. Also für zwei Personen, wenn du jetzt keine Kinder hast, oder das was? Echt. Sogar der Helmut würde da passen. Es ist ausreichend. Ausreichend Platz hier. Also für Wochenende, Trips. Ja. Gut, für einen längeren Urlaub. Gut, wie gesagt, je nachdem, was man für Ansprüche hat. Ne? Hier habt ihr einen Kühlschrank drin. Ups, auch nicht schlecht. Schönes Eisfach drin, da kriegst du auch ein bisschen was rein. Klar, es ist jetzt nicht der Riesenkühlschrank, aber bei so einem kleinen Fahrzeug kann man das auch nicht erwarten. Schönes Waschbecken. Und das finde ich eben gut hier, schau mal. Das ist bei vielen eben nicht. Wenn hier irgendwie Dreck drauf ist und du willst es abspülen, läuft es direkt hier rein. Das ist nicht schlecht, sowas. Hier auch nochmal Staufächer. Ja. Also für die Größe von dem Fahrzeug ist es richtig schön. Bedienpanel habt ihr hier, eine Duma, eine Heizung. Dann warten wir kurz. So weit sind wir doch noch gar nicht, Schatz. Hier, warum geht das nicht auf? Doch, geht auf. Noch so einen kleinen Schrank, ja, für Lebensmittel oder. Ne, da ist eine Kleiderstange drin. Ich denke mal, das ist ein Kleiderschrank. Und jetzt hier hinter dieser Tür befindet sich die Toilette und die Dusche. Aber da hast du gar nicht so wenig Platz, meine ich, ne? Nee. Also ich bin echt total begeistert. Auch die Duschtasse hier. Ich gehe jetzt mal kurz rein, einfach mal wegen dem Platzgefühl. Es ist nicht schlecht für so ein kleines Fahrzeug. Wahnsinn. Also ich bin positiv beeindruckt. Total. Ja, also du hast wirklich auch ein schönes Raumgefühl. Es ist ja nicht so, dass du so eingeengt fühlst. Ja. Finde ich gut. Und ich glaube, gerade jetzt für so Camping-Anfänger, sag ich mal, die sich das erste Mal ein Wohnmobil kaufen wollen oder sowas, da kannst du nicht meckern. Das ist richtig ein guter Einstieg hier. Ja. Und auch das Bett finde ich auch das Gefühl für ausreichende Camping Größe. Ne? Also, ja. Ich, hier kommt er gleich in die Fahrerkabine rein. Das heißt, wenn ihr mal irgendwo wild steht und werdet irgendwie
ja, überfallen von irgendjemandem, dann könnt ihr da ganz schnell reinklettern und davon düsen. Das Ganze kann man hier noch mit einem Vorhang zumachen. Ja, so ein bisschen auch gegen diese Kältebrücke. Mich würde jetzt interessieren, wie lange der ist. Und da mache ich mich jetzt einfach noch mal kundig. Weil er schaut wirklich sehr, sehr kompakt von außen aus. Also ich schau mal ganz kurz, kriegen wir das auf? Nee. Ich sehe es aber auch nirgends, wie lange der ist. 40.000? Ja. Naja, 42. Ja, gucke hier, naja. Steht es da irgendwo? Das ist ein Kompressorkühlschrank, der da verbaut ist. Das ist, finde ich, auch gut. Muss aber autark sein, ne? Ja, klar. Strom immer stehen. Fehlt halt noch Solaranlage oder sowas. Aber wir finden keine Länge. Ich finde keine Länge, aber ich mache mich jetzt noch mal kundig. Vielleicht finde ich einen Verkäufer. Einfach mal gucken. Wer da drin? Wieso war der da? Nee, ich glaube schon. Also ich bin von diesem kleinen Fahrzeug restlos begeistert. Jetzt stellt euch das noch mal als Allradfahrzeug vor, das wäre noch mal eine richtig geile Nummer. Total schön. 5 Meter. Kennen Sie sich mit dem Fahrzeug aus? Mit dem Fahrzeug? Ja. 5 Meter. Ach so, okay. Gut, das ist noch meine Frage. Das wollte ich wissen, wie lange der ist. 5,16. 5,16 Meter. 5 Meter 115. Bitte? Steht da drauf. 5 Meter. Zeig ich mal. Ja, Außenlänge 5 Meter. 115. 5 Meter 15. Der Vollverschluss dabei. Schön. Zweiter.